Ein Stern ist auf Kollisionskurs mit unserem Sonnensystem. Er rast gerade in diesem Moment auf uns zu und Wissenschaftler fürchten, dass er für Zerstörung und Chaos sorgen könnte. Was da genau los ist und ob wir uns Sorgen machen müssen, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Für euch hole ich sogar die Sterne vom Himmel, Leute. Aber in diesem Fall ist das eher eine Drohung. Denn einer unserer Nachbarsterne innerhalb der Milchstraße wird uns gefährlich nahe kommen und potenziell sogar das Leben auf der Erde gefährden. Klingt wie eine Science-Fiction-Story aus einem schlechten Film, ist aber bittere Realität. Aber immer der Reihe nach, ich höre schon einige von euch erbost sagen, Sterne können uns nicht zu nahe kommen, sie haben ihren festen Platz in der Milchstraße. Grundsätzlich stimmt es, dass Sterne ihre Position innerhalb der Galaxis haben und mit dieser Position an der galaktischen Bewegung teilnehmen. Unser Sonnensystem etwa sitzt auf einem der äußeren Spiralarme der Galaxis und wir umkreisen gemeinsam mit den anderen Sternen das galaktische Zentrum. Eine solche Umdrehung dauert ca. 225 Millionen Jahre und man bezeichnet sie als ein galaktisches Jahr. Gerade in diesem Moment rasen wir also nicht nur mit der Erde um die Sonne, sondern auch mit dem Sonnensystem durch die Galaxis. Unglaubliche Vorstellung. Und genau so wandern die anderen Sterne natürlich auch durch die Milchstraße, aber diese stellaren Positionen sind nicht komplett fest. Jeder Stern verfügt zusätzlich auch noch über eine gewisse Eigenbewegung. Das kann dazu führen, dass im Laufe von sehr langen Zeiträumen die Distanzen zwischen den Sternsystemen leicht variieren. Das führt aber in der Regel nicht zu Kollisionen. Sterne sind nämlich sehr höflich, respektieren die Privatsphäre der anderen Sonnen und kommen sich nicht in die Quere. Da können einige Menschen sich mal eine Scheibe von abschneiden. Dann gibt's aber auch, wie bei uns Menschen, einige, die anderen immer wieder auf die Pelle rücken müssen. So Leute, die einem in der U-Bahn ihre duftende Achselhöhle ins Gesicht halten. So einer ist der Stern Gliese 710. Er bewegt sich völlig unabhängig von den anderen Sternen und nimmt nicht an ihrem galaktischen Rhythmus um das Zentrum der Milchstraße teil. Solche Sterne bezeichnet man als Rogue Stars. Auf Deutsch könnte man das als Schurkensterne übersetzen. Man unterscheidet zwei Arten von Rogue Stars. Einmal innergalaktische und andererseits intergalaktische Rogue Stars. Die innergalaktischen befinden sich zwar noch in einer Galaxie, entziehen sich aber eben dem galaktischen Jahr und fliegen einfach rum, wie sie wollen. Die intergalaktischen haben sogar ihre Galaxie verlassen und treiben nun komplett verloren in den schwarzen Leeren des Kosmos fernab jeder Galaxie. In etwa so, als wäre der Achselhöhlentyp aus der U-Bahn rausgeflogen und wäre nun ein inter-U-Bahniger Achselhöhlenschwitzer. Was erzähle ich hier wieder? So ein Schicksal als Ausgestoßener hat Gliese 710 noch nicht erlitten. Er befindet sich noch in der Milchstraße, was schlecht für uns ist, denn er rast auf uns zu. Und den kosmischen Maßstäben würde unser Sonnensystem schon sehr bald marodierend durchqueren. Und falls ihr jetzt ruft, das stimmt gar nicht, das ist Clickbait. Lasst euch gesagt sein, es stimmt doch. In einer Forschungsarbeit dazu, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe, heißt es, dieses Ereignis wird die stärkste Störung in der Zukunft und Vergangenheit des Sonnensystems sein. Wir können erwarten, dass dieser Stern den stärksten Einfluss auf die Oortsche Wolke in den nächsten 10 Millionen Jahren haben wird. Also was wird genau geschehen? Die Forscher haben errechnet, dass Gliese in 1,25 Millionen Jahren unser Sonnensystem treffen wird. Das ist in kosmischen Maßstäben gar nichts, quasi ein Wimpernschlag. Zum Vergleich, die Erde existiert bereits seit knapp 4,5 Milliarden Jahren. Das Gliese-Ereignis geschieht in noch nicht mal 1,5 Millionen. Gliese wird dann Gott sei Dank nicht frontal in das Sonnensystem hereinkrachen, sondern er wird in die Außenbereiche, und zwar in die Oortsche Wolke krachen. Das ist ein weit entfernter Bereich, der die letzte Grenze des Sonnensystems darstellt. Hier ist die Schwerkraft der Sonne gerade noch stark genug, um Objekte wie Kometen und Staubteilchen in ihrem Band zu halten. Die Oortsche Wolke ist bislang noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen, aber das liegt nur daran, dass unsere technischen Mittel im Moment noch zu schlecht sind, um sie zu sehen, denn wir reden hier über kleinste Partikel und Steinchen, die unfassbar weit weg sind. Einige Forscher vermuten, dass die Oortsche Wolke sich über ein Lichtjahr erstrecken könnte.
Auch wenn die Ortsche Wolke noch nicht mit einem Teleskop gesichtet wurde, muss es sie aber geben. Denn an einem bestimmten Punkt muss die Grenze liegen, an der die Schwerkraft der Sonne langsam die Überhand verliert und die Schwerkraft anderer Sterne innerhalb der Milchstraße stärker wird. Und genau an dieser Grenze müssen sich eben sphärenartig Objekte um unser Sonnensystem anordnen. In diese Ansammlung von Kometen und Asteroiden wird Gliese, der alte Partycrasher, hineinmanövrieren und leider wird er nicht nur die entferntesten Außenbereiche der Ortschen Wolke treffen. Nach neuesten Berechnungen wird er uns seinen ungewollten Besuch in einer Entfernung von nur 62 Lichttagen abstatten. Das ist natürlich immer noch für menschliche Maßstäbe weit weg, aber kosmisch gesehen muss man sagen, er wird hundertprozentig durch unser Sonnensystem rasen. Ich habe hier mal für euch simuliert, wie das dann aussehen wird. Ihr seht hier, wie Gliese am inneren Sonnensystem vorbeizieht. Dieser Bereich, in dem er sich befindet, ist aber integraler Bestandteil des Sonnensystems an sich. Von der Erde aus wird das dann natürlich ein spektakulärer Anblick, wie ihr hier gerade seht. Gliese wird deutlich am Himmel zu sehen sein. Er wird heller sein als die großen Planeten Jupiter und Saturn, die man normalerweise deutlich am Nachthimmel sehen kann. Gliese wird man sogar tagsüber am Himmel wahrnehmen können. Wenn ihr Hobbyastronomen seid, dann könnt ihr euch also darauf freuen. Also zumindest, wenn ihr vorhabt, noch über 1 Million Jahre zu leben. Jetzt stellt sich hier aber die große Frage, wie gefährlich ist das? Der Vorbeiflug von Gliese an sich wird das irdische Leben wohl nicht gefährden. Also es wird nicht zu Schwerkraftveränderungen kommen, die etwa die Planetenbahnen durcheinander werfen würden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Gliese wird in der Ortschen Wolke für Chaos und Verwüstung sorgen. Er wird dort jede Menge Asteroiden und Kometen aus ihren Bahnen werfen und sie in Richtung inneres Sonnensystem schleudern. Es wird damit gerechnet, dass er jedes Jahr mindestens 10 dann von der Erde sichtbare neue langperiodische Kometen erzeugen wird. Also diese eisigen Wanderer aus den fernen Weiten des Sonnensystems, die wir so schön am Himmel fotografieren können, wenn sie an uns vorbeidüsen. Aber es ist natürlich auch absolut denkbar, dass Gliese einige Brocken genau auf Kollisionskurs mit der Erde schicken wird. In ihrer Arbeit gehen die Forscher davon aus, dass die Häufigkeit von Einschlägen auf der Erde um mindestens 5% steigen wird. Da wir nicht genau wissen, mit wie großen Brocken wir da zu rechnen haben, steigt also auch die Wahrscheinlichkeit eines planetenvernichtenden Einschlags deutlich. Hier habe ich mal den Einschlag eines solchen Superbrockens aus der Ortschen Wolke simuliert. Wir brauchen natürlich noch einen angemessenen Namen für diesen Planetenvernichter. Schreibt mir mal eure Vorschläge in die Kommentare, wie soll ich diesen Riesenasteroiden nennen. Auf eure besten Vorschläge werde ich in den Kommentaren antworten, versprochen. Aber Leute, ihr müsst euch jetzt keine schlaflosen Nächte machen. Es gibt nämlich jemanden, der uns retten wird und es ist leider nicht Bruce Willis. Sondern die NASA. Denn angesichts dieser Gliese-Horror-News trifft es sich sehr gut, dass die NASA gerade erfolgreich ihr DART-Projekt abgeschlossen hat. Sie rammte den armen kleinen Asteroiden Dimorphos mit einer Sonde, während eine andere kleine Sonde genau aufzeichnete, wie groß die durch die Kollision entstandene Bahnablenkung von Dimorphos war. Das ist ein wichtiger Schritt für die Abwehr von zukünftigen gefährlichen Asteroiden, denn wir wissen nun, wie man einen Asteroiden treffen muss, um seine Bahn in einem gewissen Maß zu verändern. Und ich würde mal tippen, dass unsere Fähigkeiten im Asteroidenrammen in 1 Million Jahre, wenn Gliese uns Hallo sagt, noch besser sein werden. Es könnte dann also etwas holprig und gefährlich werden, aber ich denke, wir Menschen werden das irgendwie hinkriegen. Und natürlich könnt ihr euch sicher sein, dass dann in 1,2 Millionen Jahren ein YouTube-Video von mir dazu kommt. Solche Ereignisse könnten übrigens auch schon in der Vergangenheit der Erde geschehen sein, lange bevor es die Menschheit gab. Und das ist eine spannende Ergänzung zur sogenannten Silur-Hypothese, wonach es eine fremdartige Hochkultur auf der Erde gegeben haben könnte, die dann aber ausgelöscht wurde, vielleicht durch einen vorbeiziehenden Stern. Ob es auf der Erde wirklich mal eine andere intelligente Spezies gab und ob wir irgendwelche Spuren davon finden können, erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an, ist sehr spannend. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann stöbert auch mal durch den Weltraumshop. Dort gibt es die Shirts aus den Videos, Plüsch-Plutos und echte Meteoriten. Jeder Kauf hilft mir, den Kanal weiterzuführen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.